Ja, das Dorf ist da wieder hergerichtet. Was gibt es? Ein denkwürdiges Erlebnis. Ayetia se tani sege unjunhuza. Ara haja di doga ne gando ayetiri hune yung kiswas zaha ho di sas da sereyan da ne. Yung wa dora zine to na ya de wa yer hage. Yung wa yak do dar he un zino ga yeran ne de ye ti swa ne da. Danu ne doga to na de wa yere yot derun ayung wa janha se. Onu jera di toni ori hoana ne ai da wada den hodu. Aia. Ona hoda tiga. Willkommen, Wächter. Bist du ein Geist? Betrachte mich als einen solchen. Wo bin ich? Du bist, wo du vorher warst. Wenn du fragen willst, was du im Moment siehst, wir nennen es den Knoten. Von hier werden Wahrscheinlichkeiten berechnet, auf dass der richtige Pfad gewählt wird. Welcher Pfad? Der Deine. Folge mir. Was hast du mit mir gemacht? Eine Form gewählt, die deiner Kultur entspricht. Sie erleichtert uns die Navigation. Wir haben Jahrtausende auf deine Ankunft gewartet. Du, der du ihnen das letzte Stück bringst. Auf das er die Tür öffnet. Gott. Das verstehe ich nicht. Brauchst du nicht. Deine Worte verursachen Schmerz. Doch das war nicht meine Absicht. Du bist wichtig, Kind. Viel wichtiger, als du je wissen wirst. Im Geheimen bereiten sich Mächte darauf vor, das Land unter ihre Kontrolle zu bringen. Wenn das geschieht, wird das Heiligtum verletzt. Alter! Ich weiß gar nicht so richtig, wie man das hier steuern muss. Du bist außer links und rechts. Stammbaum. Früher, heute, in Zukunft. Viele sind mit dir verbunden. Viele, die die Welt veränderten, die sie verändern werden. Und das sollst auch du. Ich rief dich, damit du von deiner Pflicht erfährst. Du musst das Heiligtum vor denen schützen, die unser Werk vernichten wollen. Welches Heiligtum? Welches Werk? Bleibst du auf deinem Weg, kommt es zu einem schlechten Ausgang.
vorzeitiger Zugriff wird die Region destabilisieren. Dein Dorf und seine Bewohner werden zerstört. Alter. Was soll ich also tun? Was erfährst du von einem Mann, der dich weiter auswählen wird? Suche dieses Symbol. Zweifellos hast du viele Fragen. Die Zeit beantwortet sie. Zunächst musst du folgen. Führen, was du schlägst. Ein denkwürdiges Erlebnis. 100 von 140. 140 von 140. Volle Synchronisation. Boah, das war ein Höllenritt. So, und ab jetzt reden wir Deutsch. Radun hagerdun, gat nuwe ni satka tu tiga gari wajerunitstu. Adun hets wagenak duni, wak garo di rungwe daya jadatka, agenak dunha se ohniok di akkanda. Da tune tiga runungwe, izi nak gahanda di tunas, gari wasi wakaderi andere, anu izek di oni, arahaja di zadetni gohrizu, ne dosa seri wajena. Yungwar haratstune ayede wa dunhun januna, Nexti da sheri de nitnise. De ot danu haje o hunjage danu ya taondo ayungwa da se tunhage. Ya ka atagit skodage danu agader harda dene ayo de wat wanda me. Wat gunya do dari sigi o wadu era o sehte. O hunjera di desaderi hua deniani. Aze gunya tak gweni da guri hua deni. Yahasa giga. Asa tsaari jina hoda ze saksit kada kunegas. To nuo e dagat kahtone gari huayeru nitsdu. Ne egi garun gwera hawi ohja snena ziniyo zizat nista hawa sago snena. Jaama. Ist das ein Zelt, was er jetzt gekriegt hat? Seria Sadoga, Nexi gets Hani Sudzi Ezozar Hare. Was Sezakane Gari Huayronitsu, Satahatsori. Gut, dann gehen wir unseren Weg und suchen das Symbol. Sequenz 4 beendet. Vorzugehen war schwerer als erwartet. Ich dachte, die Reise würde mich irgendwie mit Stolz erfüllen, weil ich etwas erreicht habe. 1769 im Grenzland. Von zu Hause fortgetrieben hatte, verblasste, machte Platz für Fragen und eine Menge Zweifel. War ich zu voreilig? War das alles ein Fehler? Die anderen Dorfbewohner, sie dachten, ich wollte das alles. Ich hätte es selbst gewählt. Doch ich selbst hatte nie so gedacht. Nein, es war nicht mein Wunsch. Es war vielmehr meine Pflicht. Denn wenn nicht ich, wer dann? Die Jagdgesellschaft. Eine der Jagdhütten im Grenzland aufsuchen. Danke, das ging schön schnell. Oh. Wow.
Das war's mit der Mietz. Der Puma. Pumas besitzen scharfe Sinne, sind blitzschnell, unerbittlich und extrem gefährlich. Sie schleichen sich an ihre Beute heran, bis sie in Sprungnähe sind. Schwachpunkte sind Köder und Giftpfeile. Einen Köder auslegen, verstecken und ein Attentat verüben, sobald der Puma nah genug ist. Man kann sich auch unbemerkt durch die Bäume annähern und ihn mit dem Bogen oder mit Giftpfeilen erledigen. Pelz und Reißzähne sind zu gebrauchen. Personen, neueste Einträge. Jagdgesellschaft von Neuengland. Dieser Verein wurde 1770 von einigen Trappern gegründet, die in dieser Region ihren Lebensunterhalt mit der Pelzjagd verdienten, unter ihnen Simon Girty. Der Grundgedanke war, für die Kolonisten, die in diesem Teil des Grenzgebiets auf die Jagd gingen, Hütten zu bauen, die ihnen während der Saison einen geschützten und warmen Ruheplatz bieten konnten. Laut ihrer Aufzeichnungen wurden diese Unterkünfte von bis zu 2 Dutzend Jägern gleichzeitig genutzt. Was ursprünglich als gemeinsame Nutzung von Hütten begann, entwickelte sich schnell zu einer formalisierten Gesellschaftsform. Ganz der menschlichen Natur entsprechend prahlten die Jäger mit ihrer Jagdbeute, wenn sie um das Feuer saßen, und übertrieben hemmungslos. Nach etlichen Prügeleien, die darum gingen, wer den Titel des besten Jägers für sich beanspruchen dürfe, beschlossen die Mitglieder dieser Gesellschaft, ihre Jagderfolge schriftlich festzuhalten. Warum das die Leute davon abhalten sollte, zu lügen, ist nur schleierhaft. Es klappte auch nicht. Wirklich traurig. Ach übrigens, gestern habe ich einen Velociraptor gefangen. So ein Blödsinn. So, machen wir mal weiter hier. Nation der Tuscarora. Was so viel bedeutet wie Hanfsammler, ist Mitglied der Haudenosaunee-Konföderation. Die Tuscarora stammen ursprünglich aus North Carolina, mussten jedoch nach Norden auswandern, wo sie zwischen 1714 und 1722 von den Haudenosaunee aufgenommen wurden. Seitdem bezeichnet man die Handelsroute als Konföderation der 6 Nationen. Einen machen wir noch. Haudenosaunee Wirtschaft, 3 Schwestern. Wichtigster Teil der Wirtschaft der Konföderation war der Gartenbau. Kultiviert wurden die Pflanzen, die von den Haudenosaunee die 3 Schwestern genannt wurden. Mais, Bohnen und Squash-Kürbis. Die Frauen des Dorfes waren größtenteils für die Bewirtschaftung der Felder zuständig, während die Männer durch Jagen und Fischen zur Ernährung beitrugen. Die Wirtschaft spiegelt sich auch im Zyklus ihrer spirituellen Feiern wider. Da die Haudenosaunee regelmäßig Erntedankzeremonien abhalten und bestimmte Pflanzen zu den entsprechenden Jahreszeiten zu begrüßen und zu ehren. Als George Washington die Konföderation während des Revolutionskrieges neutralisieren wollte, befahl er General Sullivan, alle Dörfer und insbesondere alle Maisfelder der Haudenosaunee zu zerstören. Dieser Befehl brachte Washington und den folgenden Präsidenten den Titel Ranatakarias ein, was so viel bedeutet wie Dorfzerstörer. Leute, Leute, Leute. Hey, was gibt's denn hier? Was hat das Glas zu bedeuten? Wenn ich hier runterspringe, bin ich mit Sicherheit tot. Er klettert natürlich nicht nach unten. Moment. Quatsch. Hinkebeinsklunker. Okay. Und wo ist er? Hallo? Oh nö.
Scheiße. Ich dachte, der ist hier. Ach, das ist doch scheiße. Eigentlich wollte ich ja runterspringen. Wieso wurden dort nicht hingebeins Klunker? Sagten die Karte eigentlich so. Was ist denn das? Abenteuer. Und eine Schatztruhe. Ich wär kaputt. Ich geh kaputt. Ich wär blöde, muss ich sagen. Ich wär blöde, geh kaputt. Und hebe! Platsch! Hätten wir wegen Hingebeinsklunker doch da runterspringen müssen? Ich weiß es nicht, ist mir ehrlich gesagt wurscht. Betreten des Jagdreviers Johnstown. Habe ich eigentlich wieder Pfeile? Ja, habe ich. Man kann keine Pfeile craften. Sieht ungesund aus. Oh, eine Feder. Nein! Ach man, ich dachte, ich lande auf dem und krieg die Pferder. Ich finde ja ist an die Feder, ja, wa? So, und wie komme ich wieder hoch? Gar nicht. Hahaha. Witzig. Sieht ja bescheuert aus, diese Felskante. Komplett unnatürlich. Ja, toll, wenn ich mich hier fallen lasse, bin ich auch gleich wieder tot. Ah, okay. Genau. Erzähl mir nicht, du kletterst nicht weiter. Das hab ich nur gekonnt. Was ist das für ein Symbol? Ist auf der Karte nicht zu sehen, okay. Aha. Würdest du mal bitte da hochklettern? Wo ist denn der Typ? Da ist er.
Yippie! Sag mal, komplett ungewohnt, dass da keine versteckten Klingen hat. Klettert der dann hier hoch eventuell? Ups. Ich hasse solche unsichtbaren Barrieren. Das finde ich sowas von völlig unnötig. Nein! Du solltest auf den Felsvorsprung springen, du Hirni. Na klar, und tschüss. Nee, doch nicht tot. Okay. Das alles bloß wegen der Feder. Ach du Scheiße. Das muss ja nun nie sein, dass wir uns hier noch mit Bären rumprügeln. Nein. Na okay, dann halt so. So. Ein stattlicher Hirsch. Noch einer. Ach, ich habe immer noch keine Pfeile. Sauber. Waffen. Ja, ich hätte jetzt gerne mal gewusst. Ach, die können in Geschäften gekauft werden, oder? Oder was? Zeig noch mal an. Macht er natürlich nie. Scheiße. So, wenn ich dann irgendwann mal dort ankomme, wo ich eigentlich hin möchte. Ach, ist es wahr, ich bin da. Warum darf ich jetzt nicht rennen? Geh mir aus dem Weg! Ach, weil die Szene geskriptet ist. Habe ich wieder die Kontrolle. Nach Devonport-Siedlung reisen. Wirklich? Ja, wirklich.